nominiert für den WTT Young Leader Award 2020 in Marktforschung sind Team Geberit North America. Wie kann Geberit North America den rasch wachsenden Markt für wandhängende Toiletten erobern? Welches Marketing braucht es dazu? Geberit ist im Markt für Installationen, Spül- und Rohrleitungen sowie Badsysteme aktiv. Vor 40 Jahren gründete das Unternehmen seine Präsenz in den USA. Der Auftrag, den wir von Geberit Nordamerika übernommen haben, war, eine Marktforschung in Nordamerika durchzuführen, zu Spülsystemen, die in der Wand verbaut sind, und basierend auf deren eine Produkteinführungsstrategie sowie auch ein geeignetes Marketingkonzept zu erarbeiten. Ich habe selten ein Praxisprojektteam erlebt, was so viel Kreativitätspotenzial gezeigt hat für die Erstellung der Kundenprofile. Die Resultate haben eine höhere Relevanz für uns, weil sie bestätigt haben, dass wir aufs richtige Pferd setzen. Die Zusammenarbeit im Team war bei uns etwas speziell. Dadurch, dass wir unser Team eigentlich nur eine Woche komplett zusammengehabt haben und nachher virtuell miteinander gearbeitet haben. Das hat aber sehr gut funktioniert, wir haben uns super aufeinander abstimmen. Von der Ost mit Jan Wickenhauser, Projektleiter, Nadine Mechler, Chan Wies, von der Robert Morris University mit Dalton Faith, Projektleiter, Christina Parsons, Abigail Watkins. Team Geberit Vertriebs AG. Warum zeigt sich die vermutete Bekanntheit von Dusch-WCs nicht in den Verkaufszahlen? Welche Maßnahmen machen das Dusch-WC zum Schweizer Standard? Geberit ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte und beschäftigt 12.000 Mitarbeitende in 50 Ländern. Dusch-WCs stellt das Unternehmen seit 40 Jahren her. Unser Auftrag ist es, um herauszufinden, warum das Dusch-WC noch nicht dem Standard entspricht in der Schweiz, sodass sich die Hochbekanntheit der Geberit dann auch in den Verkaufszahlen des Dusch-WC widerspiegeln kann. Das Team zeichnet aus, dass sie besonders anpackend sind, immer lösungsorientiert und die Motivation ganz gross geschrieben worden ist. Die Ergebnisse fließen eins zu eins in die tägliche Arbeit ein. Unser Kommunikationsmix ist entsprechend angepasst worden, sind wichtige Impulse gesetzt worden. Besonders stark an unserer Leistung finden wir, dass wir es geschafft haben, mit allen relevanten Zielgruppen, die im Kaufentscheidungsprozess dabei sind, zu reden. Mit Dokus Aktogambulut, Projektleiter. Lea Bischofberger, Larissa Kehl, Nando Lüchinger, Melissa Weibel. Team Mikrop. Wie sieht ein erfolgreiches Geschäftsmodell für den globalen Markt für Polymere Mikrooptik aus? Was empfehlen die Studierenden für die anstehenden Managemententscheidungen? Mikrop produziert hochqualitative Mikrooptiken aus Glas für die Industrie sowie die medizinische und technische Endoskopie. Der Auftrag war, für die Mikrop einen Business Case zu machen, dass die Objektive nicht mehr aus Glas, sondern aus Kunststoff hergestellt werden. Und wir haben den Markt analysiert und schlussendlich eine Empfehlung abgegeben. Das Besondere von diesem Praxisprojekt ist, dass es nicht nur eine Marktstudie ist, sondern viel weiter geht und am Schluss ein Business Case geworden ist. Die Ergebnisse des Projektteams liefern für uns die Grundlage, einen Markteintritt vorzubereiten. Die Zusammenarbeit in diesem Team hat sehr gut funktioniert. Wir konnten die kulturellen Hürden gut überwinden. Von der Ost mit Susanne Stark, Projektleiterin, Luc Cavelti, Jonas Spiers und mit den Exchange Students Theo Jonekind, Frankreich, Florentine Kostra, Niederlande, Jessica Perinello, USA, Man Ling Wang, China.